Schönen Nachmittag, mein Name ist Hans-Jürgen Schönig. Heute geht es um Postgres Cool Features. Frage vorweg, wer hat Postgres im Einsatz? Wer nicht? Bitte? Mal probiert, woran bist du gescheitert? Nö, ich habe es gerade verwendet, um zu testen, was viel anders ist wie bei MySQL-Daten. Boah, ein Ungläubiger. Ja, der zweite Ungläubige schaut schon ganz schuldbewusst. Was habt ihr sonst im Einsatz? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht gut, Klingel, SQL-Server. SQL-Server? SQLite. Ja, gut, das ist auch. Ich sehe den Raspberry liegen, das ist eine andere Anwendungsfall. MySQL. Gut, das ist kein Database, ist wurscht, ja. RD. Wen? Round Robin Database. Round Robin Database. Nie gehört. Na egal, wie gesagt, wir sind alle zusammengekommen, um die Bekehrung zu vollziehen. In diesem Sinne Postgres Cool Features. Wie gesagt, ich habe versucht, einige Dinge zusammenzustellen, von denen ich glaube, dass die relativ cool sind. Ist natürlich in keinster Weise eine vollständige Coolness-Liste. Aber ich denke mal, ist ein guter Anfang für verschiedene Anwendungen und so weiter, vor allem Funktionen, die für die Ungläubigen unter uns vielleicht von Interesse sein könnten. Gut, ja, kurz zu mir, Urgestein zum Thema Postgres. Wir machen nichts anderes als Postgres seit über 15 Jahren, eigentlich sind es schon 17, aber wie gesagt, schon länger dabei. Gut. Ich habe versucht, Funktionalitäten aus mehreren Bereichen zusammenzufassen, ein bisschen was im Analytics-Bereich, ein bisschen was in anderen Bereichen, das heißt einfach so ein Querstreifzug über verschiedenste Dinge des Alltags quasi. Ja, was immer wieder vermutet wird, speziell bei den Leuten, die Databases nicht hauptberuflich machen, ist, dass die Database meistens als dummer Datenspeicher gehandhabt wird. Das ist speziell bei den Java-Leuten sehr weit verbreitetes Mindset. Das ist besonders toll, weil es jährlich den Jahresurlaub finanziert, weil es so schön langsam ist, wenn man die richtig guten Sachen nicht verwendet. Das ist ganz toll, dann macht man Consulting, erklärt alles, was ihr gemacht habt, ist scheiße. Die sind dann reumütig und verstehen warum. Und wie gesagt, die Fernreise im Winter ist gesichert. Also wie gesagt, falls jemand die Database als dummen Datenspeicher verwendet, ist das natürlich möglich, sind aber meistens Leute, die sehr fleißig sind. Ich persönlich bin lieber fertig. Das heißt, das geht natürlich, geht aber auch anders. Zum Beispiel Daten importieren. Man kann jetzt hergehen und natürlich Daten laden mit einem Oracle Loader, mit einem irgendeinem komischen Tool, das halt transformiert und importiert, riesen Import-Framework, alles möglich. Oder man kann sich darauf besinnen, dass man eigentlich seit 30 Jahren ein Unix-System unterm Hintern hat. Und man kann an dieser Stelle hergehen und einfach sagen in Postgres, copy importiert Daten und ich kann hergehen und die Dinge direkt von der Pipe lesen. Okay? Zum Beispiel die erste Funktionalität, ich habe irgendwelche Dateien, die liegen auf irgendeinem Rechner herum, sind in irgendeinem Format, das stimmt vielleicht nicht ganz, ich brauche vielleicht nur 3 Spalten. Nicht? Das heißt, ich gehe her, hack da einen beliebigen Shell-Befehl rein und wenn das Ganze tab-separiert rauskommt und die Felder passen, ist das Ganze importiert. Brauche ich genau 0 Middleware. Das Ganze geht auch mit Copy-To. Ihr könnt zum Beispiel hergehen, Copy, dann kann ich an dieser Stelle, wo jetzt die Tabelle steht, ein SQL-Statement reinschreiben. Das heißt, ich kann sagen, Copy, Select, Order by, Limit 100.000. Kann das direkt auf die Pipe schreiben, bedeutet komprimieren und das Mail verschicken. Oder uploaden oder digital signieren oder do what you want. Nicht? Oder als MP3 abspielen oder was auch immer du möchtest. Das heißt, ich habe da bei den einfachsten Dingen, wo es um Import geht, habe ich schon die Möglichkeit, haufenweise Code einzusparen, indem ich die komplette Funktionalität der Unix-Infrastruktur verwenden kann, einfach um so Dinge zu tun wie Daten aufzubereiten.
Kriegst du ein komprimiertes File, packst du aus, wirfst du rein, fertig. Ja? Das ist ein klassischer Fall, das brauchst du permanent, weil irgendwo müssen die Daten da drinnen ja herkommen. Nicht? Okay? Gibt es Fragen dazu, zu dem äußerst schönen Beispiel? So hat jemand mal die Frage gestellt, geht es noch kürzer? Dann sage ich, nein, das ist bereits ein One-Liner, es sind nur auf der Folie zwei. Ja? Das ist ein normaler System Call mit PO und je nachdem, was das Betriebssystem ja. Genau, also du kannst da natürlich auch jetzt die neu erworbene Windows-Shell verwenden in Zukunft wahrscheinlich. Wie gesagt, ich empfehle danach eine religiöse Reinigung, aber prinzipiell wäre das möglich. Ja. Ja, aber die Datenstruktur, auf dem, wo ich es lese, muss natürlich... Das muss passen. Also die Datenstruktur da drinnen muss mit dem übereinstimmen. Das ist in dem Fall natürlich gegeben, weil das sind unsere Schulungsdaten. Okay. Stimmt zufällig genau. Ja? Aber es muss tatsächlich. Nein, muss nicht. Ich kann da hinten noch angeben, die Limiter irgendwas. Es muss nicht tab-separiert sein. Das kann auch in unterschiedlichen Formaten sein. Das kann sein CSV, das kann sein tab-separiert, das kann sein blank-separiert. Das ist ein anderes Problem. Und wenn es nicht so ist, das ist Unix. Go and fix it. Ja? Also, so gesehen, ja. Also kein Problem. Ganz einfacher Datenimport, skaliert natürlich, weil Pipe und so weiter und so fort. Ja. Also ich empfinde das für relativ cool, weil das ist enorm praktisch. Ja. Das ist enorm praktisch. Ja. Für so 0815 Importe. So, jetzt haben wir die Daten importiert und jetzt haben wir da so die typischen Auswertungen, die es so gibt. Also in meinem Fall, ich habe meine Daten genommen, habe gesagt, Region, durchschnittliche Produktion, Group by Region. Das heißt, ich kriege jetzt den Durchschnitt des Mittleren Ostens, ich kriege den Durchschnitt von Nordamerika, das sind eben die zwei Ausprägungen, die es da drinnen gibt. Und dann kriege ich eine dritte Zeile, das ist der Gesamtdurchschnitt über alles. Klassischer Anwendungsfall, Männlein, Weiblein, Gesamt. Nicht? Oder Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, blablabla, bla, bla, Österreich. Ne? Und noch Ungarn. Ungarn? Ist bei Ungarn, oder? Ja, eben. Ja. Österreich und Ungarn. Also Österreich und Ungarn, genau. Also das wären dann die verschiedenen Ausprägungen. Für mich als Steirer, quasi, Gott hat getrennt zwischen Obersteiermark und Untersteiermark. Ne? Also relativ klar. Ne? Das heißt, an der Stelle, ich habe da diese sogenannte Roll-Up-Geschichte, das sind sogenannte Grouping-Sets. Das heißt, ich kann relativ schnell fertigen Output produzieren. Das ist eine Tabelle, die könnte jetzt abgesehen vom Runden, okay? Also abgesehen davon, dass man das runden muss, gehe ich davon aus, das ist eine Tabelle, die so in einem Bericht stehen könnte. Also halt mit 10 Zeilen statt mit 2. Ne? Das Ganze geht natürlich auch mit mehreren Dimensionen. Wenn ich jetzt sage, Region, Zugehörigkeit, was auch immer. Das Rollup sorgt mir immer dafür, dass ich immer die Teilgesamtsummen kriege auf jeder Ebene. Okay? Gibt es da Fragen dazu? Ist das halbwegs klar? Ja. Ja, das ist ANSI SQL. Das gibt es in Oracle, MS SQL Server, DB Halbe und MS SQL. Ja? Also das ist SQL Standard. Also alles, was da steht, ist komplett SQL-Standard und könnte genauso in Oracle verwendet werden oder im SQL-Server. Das ist SQL-Standard, das ist keine Postgres-spezifische Erweiterung, heißt aber nicht, dass das Feature bekannt ist. Also das heißt nur, das ist SQL-Standard, ja, wie vieles andere auch. Aber es ist enorm praktisch, weil du es dauernd brauchst. Ne? Also tatsächlich, MySQL hält sich nicht an den SQL-Standard. MySQL lässt das ohne Group By zu. Nein, das ist ein Schatz, das ist keine Erweiterung. Ja. Wenn du den Durchschnitt von einer Million, du schreibst Durchschnitt einer Million Zeilen, ist klar, was passiert. Und jetzt schreibst du einen Namen vorn hin. Was soll denn da rauskommen? Also ich schreibe den Durchschnitt von euch allen hin. MySQL braucht kein Group By. Ja? Also ich könnte nur schreiben Select Average from Table. Und dann könnte ich vorn trotzdem die Region hinschreiben. Jetzt wenn ich den Durchschnitt aller eurer Einkommen nehme, was soll ich denn dann für einen Namen hinschreiben? Ist doch krank, nicht? Oder wenn ich einen Namen hinschreibe, welchen Durchschnitt soll ich dann hinschreiben?
Also egal wie du es drehst, es ist intellektuell kaputt. Ja? FUBAR, fucked up beyond repair. Ja? Okay? Das kann nicht funktionieren. Das heißt, so eine Konstruktion ohne Gruppe kann es nicht geben. Das heißt, die können das gar nicht einbauen, weil die bestehende Syntax schon so beim Teufel ist, dass diese Erweiterung gar nicht möglich wäre, meiner Meinung nach. Okay? Also das ist echtes SQL. Ja? Das ist echte Arbeit. Ja? Das machst du mit einer Oracle-Datenbank, das machst du mit DB2, das machst du mit SQL-Server, das machst du mit Postgres, das machst du mit echten Databases. Ja? Mit MySQL tust du Websites befüttern, meine Katze Minke hat 3 Junge bekommen. Das ist schön, aber irrelevant. Okay? Ja, das ist auch enorm geil. Das ist nämlich auch ANSI-SQL. Das ist keine Postgres-spezifische Sache, das ist genauso ANSI-SQL. Genau das gleiche wie vorher, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt meinem Count da oben sage, zähl nur die hohen Produktionen und zähl nur die niedrigen Produktionen. Das heißt, wir kommen immer weiter an eine fertige Tabelle, indem ich sage, Middle East 42 mal viel produziert, 300 mal wenig. North America 46 mal viel, 92 mal wenig. Und dann die Gesamtsumme wieder aus dem Rollup. Das könnte wieder eine fertige Tabelle sein, wo sich Group by Alter, Hochverdiener, Niedrigverdiener, Inländer, Ausländer, was auch immer, das ist alles eine Query, eine Abfrage, einmal durch die Daten, fix fertig durch. Und syntaktisch da hinzuschreiben, Ware Production größer 5000, ist intellektuell halt doch schon zu schaffen. Gell? Also der Vorteil ist nur einmal durch die Daten, du hast 50 Milliarden Zeilen, du willst die nicht zweimal lesen. Okay? Das ist eine Abfrage. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lange es dauert, so eine Abfrage zu schreiben. Also wenn du weißt, was das tut, also nach 30 Sekunden solltest du schon auf die Uhr schauen. Also das ist ja, nicht sonderlich schwierig. Gibt es dazu Fragen? Ja. Prepared Statements machen wir keine Probleme. Nein, also ob Prepared Statement oder nicht. Ja, ob Prepared Statements an dieser Stelle ein Problem ist, nein, ist keins, ist vollkommen egal. Ja. Ist vollkommen egal. So, gut, dann gibt es eine ganz tolle Sache, sogenannte Lateral Joins. Also die Leute kennen Inner Join, A Join B, die Leute kennen vielleicht noch A Left B, aber dieser Lateral Join, das ist genauso Standard SQL, ist ziemlich cool. Das ist nämlich so etwas Ähnliches wie eine Schleife. Jetzt, typisches Beispiel, geht's her, ich nehme den ersten Freiwilligen und sage, zeig mir deine besten 3 Freunde. Das ist er und er. Ja? Dann geh zu ihm und sag, gib mir deine besten 3 Freunde, das ist dann er und er, nicht? Und so weiter. Das heißt, von jedem von euch, for each, in Gruppe, die besten 3 Freunde. Das geht mit einem normalen Join, nicht? Wenn ich das mit einem normalen Join mache, kriege ich alle deine Freunde. Und wenn ich es mit einzelnen Abfragen mache, kriege ich ein enormes Problem, weil ich tue das für 1 Million Leute. Das heißt, mit einem Lateral Join würde die Sache so aussehen. Das wäre das Ergebnis. Gib mir, also in meinem Beispiel habe ich berechnet, gib mir für jede Region die höchste Produktion und die 3, die am nächsten rankommen. Also die 3 Top für die Region. Als typischer Fall, gib mir für jedes Produkt die Top 3 Kunden. Ist ein enorm relevantes Problem. Also nicht gib mir den höchsten, sondern gib mir die 5 höchsten. Vielleicht gibt es nur 3, aber 5. Ja? Also für jeden von euch die Top 3 Kunden. Das wäre Lateral Join zum Beispiel. Und das ist natürlich an Komplexität kaum zu überbieten. Ich berechne da die Region, Maximalproduktion für die Region. Und jetzt sage ich, für jedes Ding, das da rauskommt, such mir das, was dazu passt. Als typischer Fall, in jeder Produktgruppe gib mir die besten 3 Produkte. In jeder Region gib mir die besten 3 Länder. In jeder Region gib mir die besten 5 Jahre, was auch immer. Das heißt, for each Region mach irgendwas. Und das, was da im Lateral steht, ist das mach irgendwas. Also für jede Region, also x. bla bla bla, such die 3, die kleiner gleich sind. Also man sieht, das x ist an der Stelle wiederverwendet. Das heißt quasi, for each x
mach das Y. Das ist die Logik dahinter. Und das ist relativ cool zum Beispiel. Gib mir für jedes Auto die nächsten 3 Tankstellen. No? Gib mir für jedes Auto 3, die so ähnlich ausschauen. No? Das ist ein Lateral Join. Gibt es Fragen zum Thema Lateral Join? Irgendwas? Wer hat es gekannt? Wer hätte es schon mal gebraucht? Schon, oder? Also so vom Anwendungsfall her, das könnte man brauchen. Nicht? Gib mir die besten 3 Freunde. Nicht? 3 sagen deprimiert, ich habe keine. Nicht? Aber das ist die Logik. Ja? Ist das jetzt auch PostgreSQL? Nein, das ist ANSI SQL. Okay. PostgreSQL hat es nur implementiert. Das ist der Punkt. Bitte? Hat es irgendwie anders implementiert? Ja, also die großen Hersteller haben das alle. Okay. Also manche haben es später hinzugefügt, manche früher. Aber unter großen Herstellern verstehe ich immer Oracle DB2 SQL Server. Die können das alle. Also andere Dinge, wenn du es in Mongo machst, natürlich kannst du es in Mongo auch machen, nur schreibst du ungefähr 800.000 Zeilen Client-Code. Nicht? Na klar, musst du selber machen. Ja. Ich meine, ob es ein paar andere kleine, also SQLite ist nicht dafür gebaut, dass du das Problem hättest. Das ist nicht der Anwendungsfall. Nicht? Zum Beispiel. Nicht? Bitte. Ja. Meine Frage war, warum brauche ich bei diesem im zweiten Select drinnen, wozu braucht das B-Production kleiner gleich X Max? Ist das nicht sowieso immer kleiner, weil das Maximum wäre vorne schon gefunden? Sicher, könnte aber auch schreiben größer, dann kommt das nichts. Also warum brauche ich das Maximum? Ja, warum ist nicht automatisch immer kleiner? Der Grund ist, vielleicht suchst du alle, die größer sind als der Durchschnitt. Nicht? Oder die größer sind als diese Zahl durch 2 oder was auch immer. Das ist jetzt nur für das Beispiel so konstruiert. Was auch immer. Punkt ist, dass du im inneren Select auf das Äußere zugreifen kannst. Das ist der Punkt. Ja. Das ist halt nur jetzt ein Beispiel mit 2 coolen Subselects, gelateralt. Also dieses Subselect, lateral, das andere Subselect, Order by, Group by, Rollup, fertig. Ja. Eine Abfrage, 5 Minuten, Thema durch. Nicht? Oder 400 Millionen Zeilen J2EE. Nicht? Ist dann Enterprise oder wie wir es nennen, Wirtschaftskrise. Nicht? Also das kommt dann ungefähr dorthin. Nicht? Dann was noch enorm cool ist in Postgres, ist die Möglichkeit, dass du Strukturveränderungen transaktional durchführen kannst. Noma, geht in Oracle nicht. In Oracle ist das da ein implizites Commit, für die MySQL-Jünger Commit hat mit Transaktionen zu tun. CreateTable ist in Oracle implizites Commit, das geht nicht. Das wirft ein enormes Problem auf. Wenn du jetzt zum Beispiel Software installiert hast, irgendein CMS in Version 1.0 und du machst ein Update auf 2.0 und da geht was daneben, dann hast du nicht Version 1 und nicht Version 2. Mit beiden kannst du leben, mit allem in der Mitte nicht. Darum ist das eine enorm wichtige Funktionalität für Software-Rollout. Du machst ein Update. Du möchtest entweder die alte Software oder die neue. Sicher nichts dazwischen. Und darum ist ein transaktionales DDL enorm praktisch. Und was es in Postgres zum Beispiel nicht gibt, im Gegensatz zu Oracle jetzt, sind so invalide Objekte. Du löscht ein Table und der Index bleibt da oder so, ne? Das ist so und teilweise in Ordnung, ja. Das ist sehr schockierend, ja. Aber das ist so. Ja. Das gibt es nicht. Also gibt es vollkommene Abhängigkeitsgeschichten. Das wird komplett aufgelöst, da kann nichts passieren. Ja, ja wieder. Kann man sich dadurch auch dieses typische zwei Tabellen referenzieren und nicht gegenseitig? Also zum Beispiel zwei Tabellen quasi referenzieren sich gegenseitig, ich spare mir das Alter. Die zweite Tabelle mit der Reference und dann altert man die Reference in die erste hinein, weil es die zweite noch nicht gegeben hat. Naja, es gibt folgende Sache, in Postgres kann man den Integrity Check und Commit, also man kann den deferren, man kann den verspäten. Nicht? Ja. Da geht es weniger um die Foreign Key Sache, das ist weniger das Problem, da geht es eher darum, du installierst Software, sie ist installiert oder nicht. Sie ist nicht halb installiert. Weil halb installiert führt dazu, dass dein Skript nicht wiederholbar ist. Weil die Table gibt es ja schon. Jetzt, also kommst du aus diesem Fehlerstatus nie wieder raus. Nicht? Das wird immer nur ein größeres Problem. Nicht? Ist im Userland nicht zu beheben. Ja? Also es ist nur mehr mühsam dann. Ja?
Ich war bei einer deutschen Supermarktkette, die haben 6000 Supermarktkassen. Wenn das mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% funktioniert, dass du neue Software installierst, ist nicht die Frage, ob es bei allen funktioniert. Die Frage ist, bei wie vielen fällt es aus? Wenn du bei 6000 Kassen mit 99,9% das Update erfolgreich durchführen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überall funktioniert, genau null. Das Einzige, was da noch überbleibt, ist Floating-Point-Ungenauigkeit. Okay? Also nur, warum das wichtig ist. Okay? Zweite Sache, die ich unter die Kategorie Cool Feature verbuchen würde, ist die Möglichkeit sogenannter Range Types. Gibt es die Folien später online? Die Folien gibt es später wahrscheinlich online, ja. Die Möglichkeit sogenannter Range Types. Was relativ häufig passiert, ist, dass man solche Von-Bis-Probleme hat. Ne? Also quasi von bis ist gültig. Das kann unter Umständen zu einer enormen And-Or-Orgie führen. Weil wenn ich jetzt die Frage stelle, gib mir alle, die zur selben Zeit Urlaub hatten wie ich. Also Urlaub im Sinne von die ganze Zeit, genau dieselbe Zeit, überlappend nach hinten, überlappend nach vorne, irgendwann zu der Zeit. Okay? Also allein die Frage ist, gib mir alle Leute, die zur selben Zeit Urlaub hatten, sind ungefähr 5 Varianten, die es geben könnte. Und wenn du jetzt diese Logik im Client drinnen hast, an 80 verschiedenen Stellen, dann wird das irgendwann irgendwer falsch machen. Vor allem dann, wenn es komplizierter wird. Das heißt, ich kann in Postgres ein Feld als Int-Range definieren. Ich kann sagen, du bist ein Datums-Range-Feld. Das heißt, da sind dann 2 Werte drin. Du bist ein Integer-Range, du bist ein Zeit-Range oder was auch immer. Und jetzt kann ich zum Beispiel an der Stelle sagen, ist der Range in dem Range enthalten? Also quasi, ist das da vollständig da drinnen enthalten? In dem Fall wäre das true, in dem Fall wäre das false. Okay? Das da ist nicht vollständig da enthalten, das ist false. Man, das kann jetzt jeder mit AND und OR nachprobieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das mit einer Gruppe von 50 Leuten, da sind ungefähr 26 Völler drin. Okay? Darum geht's. In dem Fall hat man das in einem Operator versteckt, das heißt, da gibt es eben einfach haufenweise Operatoren, die sagen, sicher davor, sicher danach, komplett umschlossen, Intersects, was auch immer, also Contains, Intersects, Overlaps, was auch immer. Das heißt, man hat das komplett in Operatoren verpackt und das Ganze ist indizierbar. Das heißt, ich habe keine Orgien mehr im Sinne von AND, OR, kann, vielleicht, null, ne? Oder irgendwelche Datumsfelder, wo dann drinsteht 2047, nicht? Irgendwie so, ja. Das heißt, ich kann einen Index auf Zeitbereiche zum Beispiel machen, oder wie? Du kannst einen Index auf Zeitbereiche machen. Du kannst einen Index auf so ein Feld legen, ja. Das nennt sich dann entweder Index oder es gibt auch ein Feld, es gibt auch eine Funktionalität, die direkt darauf aufbaut, das sind sogenannte Exclusion Operators. Das klingt total super, das ist ungefähr so abstrakt, dass du ohne praktisches Beispiel in etwa keine Idee hast, was das bedeutet. Ich gebe euch aber ein Beispiel für so einen Exclusion Operator. Wir buchen diesen Schulungsraum. Es gibt einen Raum und der ist gebucht zu bestimmten Zeiten. Und was ich nicht möchte, ist, dass die Uhrzeit überlappt. Also du buchst 17 bis 18 Uhr, oder in dem Fall, du buchst 14 bis 15 Uhr, und jemand anderer bucht 14.10 Uhr bis 15.32 Uhr. Das überlappt. Das ist scheiße. Ja? Das da so hinzukriegen, dass das unter Gleichzeitigkeit korrekt funktioniert, ist für die meisten Entwickler unmöglich. Darum hast du oft bei solchen Raumbuchungen so 15-Minuten-Raster. Weil bei 15-Minuten-Raster kann ich sagen, Primary Key, da steht schon wer drin. Das geht.
Wenn ich jetzt aber kein Raster haben möchte, weil zum Beispiel Flugzeuge werden auf Minutenbasis bezahlt. Ja? Also wenn du dir ein Flugzeug charterst, der Cessna, das wird auf Minutenbasis bezahlt. Ja? Jetzt willst du nicht für Buchung über Wochen 10.000 Einträge machen. Nicht? Weil du Minutenraster hast. Nicht? Das ist Mist. Dass an der Stelle sage ich, okay, ich habe das Feld, ich habe den Time Range als ein Datentyp und jetzt sage ich, okay, erzeug mir einen Index, der sicherstellt, dass dasselbe Raum nicht überlappend gebucht wird, dass nämlich genau das verhindert wird. Und zwar egal, ob das 1000 Leute gleichzeitig tun. Und dann gibt es nämlich eine am Deckel. Das heißt, die Database stellt schon sicher, dass das nicht passieren kann. Das heißt, wenn jetzt auf dieselbe Database 5 Client-Applikationen losgehen oder nur 5 Webserver, ist unter Gleichzeitigkeit niemand garantiert, dass das immer so ist. Wenn es die Database tut, ist es sehr wohl garantiert. Es kann keine Überlappungen geben. Oder ich kann zum Beispiel sagen, Überlappen ist okay, aber eingeschlossen sein ist nicht okay. Wir können Überlappen buchen, aber quasi nicht so, ja, also nicht enthaltend oder was auch immer. Ja. Oder du kannst sagen, ich möchte, dass der Raum nicht überbucht ist, der Lehrer soll nicht überbucht sein, der Beamer soll nicht überbucht sein, was auch immer. Das kann ich alles mit einem so einem Konstrukt machen. Eine Zeile, ich habe keine Zeile Client-Code. Weil ich schwöre dir, diese Operation, irgendein Entwickler hat es im Laufe der Software-Historie irgendwann einmal falsch gemacht. Dann hast du einen Datenfehler, den du nie wieder rauskriegst. Das ist Postgres-spezifisch, aber trotzdem cool. Und enorm praktisch. Bitte? Das ist wahr, weil der Exchange bringt das in der Applikation einmal zusammen, dass man die Räume gescheitert bekommt. Gibt es Überlappungen? Ja, im Exchange gibt es Probleme mit Überlappungen bei der Raumbuchung. Das kann ich mir gut vorstellen. Na klar, du hast 1000 Clients, irgendwo wird es gespeichert, dann die Routine, die das prüft, muss ja genauso concurrency safe sein. Serverseitig. Das ist enorm schwierig. Ja? Das ist enorm schwierig. So, dann gibt es mein persönliches Lieblingsfeature, nämlich sogenannte Composite Types. Wenn du eine beliebige Programmiersprache verwendest, übergibst du ja auch nicht nur Integer und Text als Parameter. Wenn die Leute Database-Prozeduren schreiben, verarmt das Ganze auf einmal zu primitiven Parametern. Eine Funktion kriegt 2 Parameter, Integer und Timestamp. Nicht? Kein Mensch programmiert so. Du übergibst Objekte, du übergibst Listen, du übergibst Strukturen, du übergibst Pointer, du übergibst wurscht was. Aber du übergibst nicht nur ein Integer nicht? Und ein Textfeld. Nicht? Das machst du ja nicht, sondern du hast eine Programmlogik, die tut etwas mehr. Warum soll das in der Database nicht möglich sein? Das heißt, ich kann in Postgres Types definieren, so wie du in einer Programmiersprache Objekt definieren würdest. Das heißt, ich sage da oben, ich erzeuge das Objekt PKW, besteht aus Marke, PS und Farbe. Und jetzt verwende ich das als Feld und zwar gleich als Array. Also quasi zweidimensional wäre es ein Stau. Ne? Jetzt nochmal eine Liste. Ne? Und ich kann jetzt eine Liste von Autos als Parameter übergeben einer Funktion. Wie du eine Liste von Buchungen in einem Java-Programm als Parameter übergibst. Oder irgendwo anders. Ne? Und ich kann jetzt das natürlich wieder verwenden. Also das kann jetzt wieder ein Feld vom Typ Person sein. Das heißt, jede Tabelle ist automatisch ein Datentyp. Das heißt, ich kann die ganze Tabelle als Parameter übergeben, also die Struktur der Tabelle quasi. Und das ist praktisch, weil ich habe es gekapselt. Wenn jetzt die Tabelle Person eine Spalte mehr kriegt, dann kriegt sie eine Spalte mehr. Das interessiert aber nur diese Tabelle, nichts anderes. Wie du es in jeder gewöhnlichen Programmiersprache hast. Hast du eine Klassenvariable mehr, interessiert es niemanden. Warum soll das da nicht möglich sein? Okay? Das heißt, ich habe dort die Möglichkeit, das beliebig zu schachteln. Ja? Das heißt, ich kann einen Type definieren, ich kann eine Tabelle als Type verwenden und alles kann eine n-dimensionale Liste sein.
Okay? Das sind Composite Types in Postgres. Gibt es da Fragen dazu? Kann man das dann eigentlich auch durchsuchen, die Liste? Das sagt immer alle Personen, die jetzt am Agreement Bakery haben? Ja. Also kann ich das durchsuchen in die Richtung, dass ich prüfen kann, gib mir alle, die einen grünen BKW haben, natürlich. Klar. Oder ich kann alle durchsuchen, die nur einen Opel haben oder keine Ahnung. Ja. So peinlich das letzte Mal, mit dem Opel-Mietwagen vor der Daimler-Fabrik. Ja. Ich habe mich so geniert. Das heißt... Das kann ich genau, ich kann das auch ganz normal indizieren. Ich kann auf dieses Feld einen ganz normalen Index drauflegen. Geht völlig. Ich kann das auch wieder zerlegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein BMW und ein Audi eingebe, ja, das ist ein Typecast, dann kann ich das wieder zerlegen. Ja. Also jetzt kriege ich die Felder wieder einzeln raus. Das heißt, ich kann das als ein Feld haben, ich kann die Felder aber wieder zerlegen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, gib mir alle, die blau sind. Ne? Oder alle, die was auch immer irgendwelche Kriterien haben. Ne? Also ich kann das wieder stauchen, ich kann das wieder auseinandergeben, also wie ich möchte. Ne? Wenn du die Erkenntnis hast, dass eine Tabelle im Prinzip ja auch sowas wie ein Composite ist, also als Denkmodell jetzt, du schreibst ja auch Tabelle.stern. Ne? Jetzt schreibst du halt Objekt.stern. Ne? Dasselbe, bitte. Die Personen von der vorigen Folie, die Personen, die man zu einer Gruppe gibt, werden dann in der Personentabelle abgespeichert oder werden in der Gruppe? Also an dieser Stelle die Frage ist, ob die Personen, die da in die Gruppe reingeben, gehen in die Personentabelle kommen. Nein, das ist nur die Struktur. Das ist nur die Struktur. Das heißt, du könntest da 1 Milliarde Einträge haben und da steht nichts. Also quasi, das ist die Struktur. Die Struktur erbt. Ja. Es ist rein, die Struktur ist verschachtelt. Das ist nämlich enorm praktisch, weil du aus dem ganzen Schmarrn natürlich direkt ein JSON machen kannst. Das heißt, wenn du jetzt eine verschachtelte Struktur hast, wie auch immer die aussieht, sage ich Row to JSON und ich bin fertig. Das heißt, ich join mir das Zeugs zusammen, 1:1 mit Listen, keine Ahnung, sag Row to JSON, danke, das war's. Ja. Okay? Das heißt, ich kann da enorm bequem aus dem ganzen Zeugs das natürlich sofort als Webservice rausstellen. Nicht? Ich brauche eigentlich nur mehr irgendeine Webserver-Konfiguration, die sagt, die Query und ich habe meinen Webservice. Nicht? Also der Vorteil dieser Composite-Types, dadurch, dass du die Dinge schachteln kannst, es geht ja nicht darum, dass du es so abspeicherst. Es geht darum, dass du es als Parameter übergeben kannst, es geht darum, dass du es so zusammenbauen kannst im Result-Set, dass du dann halt eine beliebige Struktur hast, beliebig geschachtelt, dann sagst du Row to JSON und gute Nacht. Ja. Fertig, ja, das war's. Nicht blöd in der Middleware dann noch Objekte vermanschen oder sonst irgendeinen Blödsinn machen. Ordentliches Statement schreiben, raus damit, fertig. Ja. Und jetzt zum 10. Mal, Row to JSON ist Ansicht oder? Nein, Row to JSON ist Postgres-spezifisch. Der Punkt ist, es gibt ein Geheimpaper von Oracle, das wohl quasi dann zum Standard werden soll. Ja? Also das ist noch nicht genormt, sondern da wird Oracle wahrscheinlich mit 5 Mille dran sitzen, dass das eigene Zeugs reinnehmen, das aber sonst niemand noch kennt. Das ist ganz toll. Ja? Okay, Fragen dazu? Genau. Ja. Dann gibt es noch was sehr Cooles, das ist relativ neu jetzt. Das ist sogenannte Row-Level Security. Kann sich da jemand was darunter vorstellen? Probieren wir es mal. Nennt sich Virtual Private Database im Oracle und da geht es um Mandantenfähigkeit. Jetzt stellen wir uns einen typischen Fall vor. Ich habe jetzt wieder meine Tabelle da, meine Öltabelle, und ich habe jetzt eine Riesenfirma und das ist enorm security-kritisch. Jetzt kann ich sagen, defaultmäßig, ich, der Chef, ich sehe alles. Select Stern from Table gibt mir jetzt 644 Zeilen. Ich sehe alles. Aber jetzt sage ich, create policy, was auch immer, auf diese Tabelle, der User Demo sieht nur amerikanische Daten. Das heißt, wenn der jetzt eine Abfrage startet, dann sieht er nur 46 Zeilen. Das ist geil. Jo. Das heißt,
der Vorteil ist jetzt der, wenn du jetzt zum Beispiel typisches Fall Buchhaltungssoftware. Ne? Jeder sieht nur sein Zeugs, der Oberchef sieht alles. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, Mandantenfähigkeit, wenn das in der Applikation steckt und es gibt 1000 Queries, die gegen die Applikation fahren, gibt es 1000 Chancen, dass diese Where-Bedingung da, die da irgendwo fehlt. Ich habe 1000 Chancen, dass einer vergisst, die Where-Bedingung zu machen. Das heißt, irgendwo in meiner Applikation sieht dieser Mandant die Daten von einem anderen Mandanten und wundert sich, wo kommen die 5000 Euro Umsatzsteuernachzahlung her. Ne? Wenn ich das auf User-Ebene schon ausgeschlossen habe, dann kann ich sagen, Mehrwertsteuersätze sind für alle gleich. Ne? Bundesländer sind für alle gleich, aber die Buchhaltung, die gehört dir. Also ich habe eine Buchhaltungstabelle, ich habe nicht mehr das Problem, dass ich 500 mal eine geklonte Datenstruktur habe oder dass ich 500 Databases habe, die alle dieselbe Struktur haben. Das kann doch kein Mensch warten. Sondern ich definiere auf die relevanten Tabellen die Policy und die Sache ist durch. Das heißt, ich blende die Daten selektiv aus und die Sache ist gut. Ja? Der Superuser kann trotzdem alle Daten sehen und von mir aus Analysen über was auch immer machen. Was enorm cool ist, unser lieber schwedischer Kollege wollte einem amerikanischen Kollegen, der das geschrieben hat, erklären, Alter, du hast sicher einen Bug drinnen und hat an dieser Stelle eine Rekursion eingebaut. Das geht. Wozu, stellt sich die Frage. Man kann da wirklich ein komplexes Statement reinmachen. Also ich kann nicht nur sagen, where country gleich USA, das wäre ja Fahrt. Aber jetzt stell dir Folgendes vor. Du bist jetzt Versicherungsvertreter in Steins und darfst sehen deinen Bezirk. Dein Chef sieht die ganze Steiermark, der Chef vom Chef sieht das ganze Land und der Chef vom Chef vom Chef sieht alles von mir aus. Das heißt, ich habe in irgendeiner Tabelle meine Organisationsstruktur abgelegt und kann über Rekursion ermitteln, ob ich, was ich sehen darf. Das heißt, wenn du befördert wirst, ändere ich die Organisationsstruktur in einer Tabelle und die restlichen 500.000 Policies, die es da gibt, sind automatisch gefixt. Also da kann eine Rekursion drinnen stehen, mit dem du sagen kannst, was ich irgendwelche Organisationsdiagramme aufbauen oder da kann drinnen sein, keine Ahnung, du darfst das sehen bis zu den nächsten 5, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Und was die nächsten 5 sind, errechnet sich aus irgendwelchen Orgenkriterien. Ne? Also es ist nicht nur Mandantenfähigkeit mit einer dämlichen Bedingung, sondern es ist auch eine kompliziertere Sache, wo an der Stelle ein beliebiger Ausdruck stehen kann, also im schlimmsten Fall eine Rekursion. Okay? Gibt es da Fragen dazu, Row-Level Security? Wie weiß ich dazu? So, Great Policy. Also wie weißt du es zu? Naja, das ist eine Where-Bedingung, das kommt an die Where-Bedingung. Also wenn du das abfragst, genau, also das ist die zusätzliche Where-Bedingung für den User. Okay? Und da kann ich natürlich interessante Dinge machen. Statt for all kann ich sagen for insert. Das heißt, ich kann sagen, du darfst Verträge bis 100.000 Euro sehen, einfügen darfst du sie nur bis 10.000, updaten nur bis 5.000 und deleten gar nicht. Oder deleten nur die eigenen von mir aus. Das heißt, die Policy ist jetzt nicht nur, ich sehe das nicht, sondern die Policy kann sein, lesen bis 100.000, einfügen bis 10.000, update bis 5.000 und löschen nur die eigenen. Also Row-Level Security, also da habe ich es vereinfacht, damit es auf eine Folie passt. Aber da kann ich beliebige Struktur machen. Zum Beispiel in einer Buchhaltung ist Löschen verboten. Also wenn du falsch verbuchst, musst du streng juristische Gegenbuchung machen. Also, nur die eigenen. Kein Update, kein Insert, kein Update, kein Delete, sondern nur Insert bis 5.000 Euro. Den Rest macht der Chefbuchhalter. Ne? Also das wäre die Policy, die ich da definieren könnte. Das ist Row-Level Security.
Gut. Ja, gibt es Fragen dazu? Row-Level Security fürs Erste. Irgendwas. Wer hat es schon gesehen? Wer findet es cool? Schon, oder? Rockt, oder? Okay. Nächste Frage. Unschärfe. Google hat die Leute dazu erzogen, dass egal welchen Mist sie eingeben, es gibt immer Ergebnis. Ja? Also wurscht, was du eingibst auf Google, es wird immer Ergebnis geben. Das, also früher auf so einer alten AS400 hast du eingegeben und dann war leeres Feld. Dann hast du nochmal eingegeben, dann war vielleicht nicht mehr leeres Feld. Also gibst du richtig ein, sonst kriegst du kein Ergebnis. Also lieber User, schön brav sein, sonst kommt nichts raus. Google hat den Leuten erklärt, egal wie oft du bei der Zentralmatura warst, du kriegst immer Ergebnis. Okay? Auch wenn du nicht mehr lesen und schreiben kannst. Ja? Das heißt, es ist enorm wichtig, dass du oft Fehler und Unschärfen auffinden musst. Ja? Und so ein typisches Desaster dafür wäre Like. Das heißt, ich habe jetzt eine Tabelle importiert, 2354 österreichische Ortsnamen. Und jetzt suchen wir was enorm Wichtiges, nämlich wir suchen Grammat Neusiedl. Das ist ein Kaff irgendwo in der Nähe von Wien, nicht? Das ist so ein Schotterfeld irgendwo in der Pampa. Und das ist eine Ortschaft, von der in den Sozialversicherungsdaten, wenn ich mich richtig erinnern kann, 19 Schreibweisen gefunden habe. Ja? Grammat Neusiedl kann niemand schreiben, nennen wir es beim Namen. Ja? Das heißt, ich kann jetzt eine Abfrage starten, ich kann ein Modul installieren da oben, Create Extension, und jetzt sage ich, meinten Sie? Und da kommt dann schon was raus. Ja? Also in dem Fall, zufälligerweise im Demo, ist zufälligerweise die richtige Ortschaft oben. Aber Klein-Neusiedl ist da nicht so weit weg. Naja, bedenke, es sind nur österreichische Ortschaften, wie viele Neusiedl es kann es geben. Nicht? Gramsach, Gram irgendwas mit S, nicht so schlecht. Neusiedl am See, nicht so schlecht. Botz-Neusiedl, nicht so schlecht. Nicht? Aber auf alle Fälle bemeinten sie, also den ersten Hit hätte er verwendet. Ja, hätte er verwendet. Das ist interessant, so nicht nur bei Ortsnamen, sondern stell dir vor, du bist im Möbelhaus und der kommt mit so einem Nadeldrucker-Ausdruck mit dem verschmierten, fettigen Finger und kann halt nicht lesen, ob das ein D, ein Nuller oder ein O ist. Und wenn er drei Fettfinger hat, hat er enorm viele Möglichkeiten, sich zu vertippen. Der tippt 26 Mal. Da kommen Leute rein, deren Namen du nicht schreiben kannst, ja? Von irgendwo. Das heißt, so meinten sie, kürzt natürlich enorm ab. Ja. Haben wir schon gefunden. Ne? Das heißt, ich kann mit dieser Extension, kriege ich diesen Distanzoperator. Dieses Pfeilchen, Strichpfeilchen ist der Distanzoperator. Das ist quasi eine Distanzfunktion für Text. Ja. Also quasi, wie ähnlich sind diese zwei Texte. Und was ich tue, ist, ich sortiere einfach nach Abstand. Das heißt, die nächsten oben. Ne. Und das Schöne dran ist, das kann ich indizieren. Ja? Das heißt, ich kann auf das Ganze einen Index draufklatschen, einen GIST-Index mit Trigram-Ops. Die Erklärung spare ich mir jetzt. Und dann würde diese Abfrage über einen Index laufen. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Million Einträge habe, kann ich daraus über einen Index rausholen, was dann die besten Matches. Ich weiß ja den Namen, nur die Hausnummer nimmer. Ne? Ungefähr 40 war es. Gut, 43 ist okay. Ne? Ist ein ähnliches Problem. Ne? Okay? Das heißt, ich kann über den Index diese Näherungsabfrage machen, KNN-Suche, und dann funktioniert das. Wie cool ist das? Super! Sau cool! Ja, du brauchst sie nur hinschreiben. Also wenn du jetzt das da vorne nochmal hinschreibst, dann schreibt er halt rein 0,4, 0,5, 0,7. Also die Zahl kannst du hinschreiben. Das ist die Default-Distanzfunktion von diesem Modul. Es gibt ein eigenes Modul, das heißt BG Similarity. Das hat circa 10 oder 15 Textdistanzfunktionen. Ja,
Also von, keine Ahnung, ja, Jarowinkler über euklidische Distanz, über was auch immer. Ne? Das heißt, es gibt auch eigene Module für diese Distanz. Die Default-Distanz da drinnen ist so eine Trigram-Geschichte. Okay, Trigramme. Gibt es da Fragen dazu, sonstiges? Ist, glaube ich, relativ brauchbar. Kann man wirklich brauchen? Geht das in MySQL? Nein, Entschuldigung. Wollen dann niemanden. Gestern in Wien war jemand, der hat MongoDB verwendet, der arme Teufel, 50 Leute. Also ja. Ich hasse das Zeug. Du hast das Zeug, das ist sehr ausgrenzend. Ja. Ja. Normalerweise bin ich der, der die Hetzreden macht. Das muss ich jetzt wiederholen für den Videoschnitt. Gell. Also ich versuche das, vielleicht haben wir deutsche Zuhörer, auf Österreichisch hat er gesagt, wie viele Hinige haben das gemacht. Nicht? Keine einzige. Die nicht angreifen. Ja, würde ich nicht machen. Ja. Ist unrein. Ja. Das ist eine regular expression. Das ist eine regular expression. Das heißt, ich suche alle Ortschaften, irgendwas, CF-Ding. Nicht? Okay? Das ist ein regulärer Ausdruck zu dem ganzen Thema. Und das ist der Execution Plan dafür. Das ist eine indizierte reguläre, ist ein indizierter regulärer Ausdruck. Postgres kann regular expressions indizieren. Das ist sehr cool. Nicht unbedingt jede, aber so einfache Dinge wie sowas, ja, sind indizierbar. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Bunitz, ja, ist gleich da hinten, Bunitz mit weichen B oder Bunitz mit harten B, wissen wir nicht, ja. Na, BB, Unitz, ne? Das ist indizierbare Aufgabe. Also das heißt, wir können quasi Regular Expressions indizieren und da gibt es sogar Kostenschätzungen dazu, ja. Also wie viele das sind, ja. Also der sagt dann, naja, BB, Unitz sind vielleicht 3, ne? Also, da gibt es sogar Kostenschätzungen dafür. Ich habe es jetzt aufgrund der Kürze, also der Folie einfach rausgenommen. Ja. Also das gibt es auch. Also like ist auch indizierbar. Das heißt, ich kann mit so einem Index, den ich vorher gezeigt habe, like indizieren. Und beliebige Ausdrücke und gleichzeitig noch diese Distanzabfragen. Das geht alles über denselben Index. Ja. Das heißt, man kann das enorm beschleunigen. Naja, die Frage ist, was ist eine gescheite Regular Expression? Prinzipiell ist es so. Bitte? Naja, es gibt in Postgres mehrere Regular Expression Styles. Da gibt es verschiedene Arten. Ja. Kann man einstellen. Bitte? Naja, gut, das macht beim Suchen keinen Sinn. Du hast jetzt den dritten Match und willst den wieder zurück einsetzen. Das ist kein Suchkriterium. Es geht um Suche. Dass ihr Teile wiederholt, zum Beispiel. Ja, ich verstehe schon. Okay, ich habe mir gedacht, du willst das zurück einsetzen. Das wäre dann kein Suchkriterium. Aber dass sich Dinge wiederholen, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich allein den Teil schon für ziemlich cool gehalten habe. Also, das ist. Gut. Fragen zum Thema? Bitte. Ich war zuerst nicht da, also machst du schon vorne, das ist nicht richtig. Ja. Ich brauche halt ein Update vor der File. Also ich muss IDs nacheinander updaten. Also du musst ein Update or dabei. Und ich schaffe das nicht. Warum solltest du das wollen? Weil die ID, die Update auf der letzten ID aufbaut. Das ist verkettet. Deswegen ist es nicht egal, wenn also die ID, die du updatest, basiert auf der letzten ID. So typischer Fall, alle im Baum werden eins erhöht oder so. Ja. Da ist ein Trigger drauf. Ja, ich verstehe schon. Der sucht Max-ID und macht dann plus 1. Also da gibt es einen Trigger drauf, der macht Max-ID plus 1 und du speicherst aber keine Rechnungsnummern, oder? Ja, genau. Rechnungsnummern? Nein, für die Verkettung der Registrierkassen-Sicherheitsfrage. Musst du den Hash speichern.
Du hast ein Gleichzeitigkeitsproblem. Für Registrierkasten darfst du keinesfalls Max plus 1 verwenden. Sonst kommt der sozialistische Großinquisitor und erklärt dir, dass doppelte Rechnungsnummern oder noch schlimmer fehlende Rechnungsnummern. Da gibt es ein Watschen von der SPÖ-Zentrale persönlich. Ja, das geht, aber das ist ein Gleichzeitigkeitsproblem dann. Ich muss ja den letzten Hash auslesen und das zu hashen. Select for Update oder so, irgendwas in die Richtung. Ja, also gibt schon Möglichkeiten, da müssen wir dann reden über Concurrency. Aber was du tun könntest, ist with Recursive, über Rekursion. Startst mit der ersten Rekursion, nächste, Rekursion, nächste, Rekursion, nächste. With Recursive. Common Table Expressions. With Recursive kann Insert Update Delete. Ich zeig's dann her. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, sonstige Fragen? Ich hätte eine, aber könnte unter Umständen länger dauern. Bitte. Wir haben Zeit, wir sind sehr privat heute. Ich suche noch Postgres-Feature, das wäre für etwas Ähnliches, wie man es abbilden könnte. Was denn? Das sind nämlich File-Streams. Nein. Gibt es irgendwas, wo ich mehr Daten quasi zumindest Partys finden könnte? Ja. Also könnte ich Binärdaten quasi streamen. Es gibt kein Streaming-Interface, aber es gibt so etwas Ähnliches wie Filesystemoperationen auf Binärdaten. Die Funktionen heißen LO-Open, LO-Close, LO-Read, LO-Write, LO-Seek und so weiter. Also alles, was irgendwie LO-Underscore ist, kannst du da anschauen. Okay, aber nichts Dediziertes für Files. Naja. Es gibt, wie gesagt, es gibt so Filesystem-ähnliche Operationen für Large Objects. Das gibt's ja. Und die kann man dann auch im Speicherort herbringen. Naja. Weil, wenn ich jetzt für die Haupt-SQL-Daten ja da eine SSD verwende und für die Bilder und sonstiges kann die normale Spinning Drives verwenden. Lass uns reden. Sonstige Frage. Ja. Erkunden mit verschiedenen Versionen von Postgres-Servern. Ja. Ich würde gerne von dieser einen Maschine von alle täglich ein Backup machen. Und ich habe diese Probleme mit den verschiedenen Versionen. Warum nimmst du nicht? Frage wiederholen. Verschiedene Postgres-Instanzen auf derselben Maschine wie man. Sondern? Das sind die Kunden haben alle verschiedene Postgres. Also Kunden haben alle verschiedene Postgres-Datenbanken. Die haben Datenbanken oder Instanzen. Ja. Datenbanken, okay? Also verschiedene Versionen. Ja. Diesen Fall nach diesem. Ja. Und wir haben eins zentral zu denen ich alle hinkomme. Und dort möchte ich jetzt ein Backup machen von allen. BGBase Backup. Also wenn du das zentral sichern möchtest, die ganze Instanz, heißt die Antwort BGBase Backup. BG_base Backup. Ein Transaction Log Backup. BGBase Backup minus minus xlog method ist gleich stream. Dann ist es self-contained. Bitte. Sonstige Fragen? Gut, dann sage ich herzlichen Dank.